Willkommen, Piloten. Ein Update zum Projekt Diamond Girl. Die Arbeiten haben nun begonnen. Hier sieht man den Rumpf, das Grüne. Das ist der Primer, der auf dem Rumpf noch ist. Dort werden die Flügel dran gemacht. Und ihr seht überall kleine Markierungen. Das sind noch Punkte. Da müssen noch Nieten und Gewinde nachgearbeitet werden. Der Rumpf steht momentan noch auf einem Stahlgerüst. Dieses wird dann entfernt, wenn der Rumpf mit einem Kran und Gabelstapler in die Höhe gehievt wird. Geht dann das Gestell unten weg und die Flügel werden runtergeschoben und dann mit vier Bölzen befestigt. Hier besprechen wir die nötigen Arbeiten am Motor. Das ist ein Temperatursensor, ein Cylinderhead Temperature Sensor. Dieser muss noch ausgewechselt werden. Von denen hat es 9 Stück und im Cockpit hat es eine elektronische Anzeige, die dann die Zylinderkopftemperatur dem Piloten übermitteln kann. Das kommt vermutlich noch von Südafrika, beim Transport ist das passiert. Um den Auspuff rum, der silbrige Auspuff, sieht man, da hat es eine Schelle und noch einen Sensor. Das ist die Abgastemperatur. Von denen hat es auch 9 Stück. Und das ist ein großer Luxus für den Piloten. Ich zeige Ihnen das. Das ist der Abgastemperatursensor. So sieht man im Cockpit, wie die Verbrennungstemperatur jedes einzelnen Zylinders ist. Dadurch können Probleme frühzeitig vom Piloten erkannt werden, zum Beispiel wenn ein Zylinder Probleme mit den Ventilen hat, dann stimmt die Kompression nicht mehr und die Verbrennung ist nicht mehr sauber und das sieht man dann entsprechend an der Abgastemperatur und kann frühzeitig einem Mechaniker Bescheid geben, dass man den entsprechenden Zylinder überprüfen kann. Der Motor wurde vor der Reise entsprechend vorbereitet, mit einem Öl innerlich abgespritzt, dass es gut konserviert war. Und jetzt, hier sieht man bei den Zündkerzen, da kommen spezielle Einsätze rein mit einem Mittel, dass das Wasser aus dem Motor rauszieht, dass er wirklich trocken ist. Gleichzeitig führen die Mechaniker noch einen Annual Check oder eine 100-Stunden-Kontrolle durch. Das ist natürlich viel einfacher jetzt, wo der Rumpf auf dem Boden steht. Da ist es sehr viel einfacher, an die einzelnen Teile heranzukommen ohne Leitern. Und es ist auch ganz hell. Wenn die Cowlings drauf sind, ist natürlich das Ganze dunkel und man muss mit Lampen arbeiten. Das ist jetzt hier viel einfacher. Eine weitere Arbeit, die man durchführen könnte, ist hier aber nicht notwendig. Das ist das Einstellen der Ventile, also des Ventilspiels. Da der Motor sehr wenig Stunden hat und das kürzlich gemacht wurde, ist das jetzt nicht sinnvoll. Da sieht man noch ein wenig Staub von Südafrika. Das wird heute Nachmittag jetzt gründlich abgewaschen und dann sieht der Motor aus wieder wie neu. Und hier sieht man das nun. Der Motor wird mit einem speziellen Reiniger gewaschen und dann glänzt nachher alles wieder schön. Unten ist eine Wanne, die das Schmutzwasser dann schön auffängt. Das sind sogenannte Jacks. Da sieht man eine Kugel obendrauf. Dort werden die Flügel oder der Rumpf aufgebockt damit. Und das brauchen wir dann anschließend, um den Rumpf auf die Flügel zu montieren. Bei dieser Montage bleibt das Fahrwerk eingefahren, damit man den Rumpf nicht so hoch anheben muss. Das hier, das ist eine Spezialanfertigung, um den Flügel zu schützen.
Also auf diesen Wagen wird dann der Flügel gelegt und mit den großen Rädern kann man die Höhe sehr fein einstellen. Das ist wichtig, weil der Flügel wird mit vier Bolzen mit dem Rumpf verbunden und das muss ganz genau passen. Gleichzeitig sind wir dabei, mit einer Firma aus Amerika ein Decal-Set zu erstellen. Das heißt, sämtliche Außenbeschriftungen am Rumpf wird diese Firma für uns speziell fabrizieren mit den Originalschriften und die Farbe wird wahrscheinlich weiß oder hellgrau sein, damit man das auf dem blauen Rumpf gut sieht. Das sind Beschriftungen für, wo ist die Batterie, wo wird der External Power eingesteckt, wo sind die Static Ports, wo ist der Öltank, Hydraulikflüssigkeit, wie man das ganze Flugzeug und wo man es anfassen oder aufbocken kann. Auf den Flügeln hat es Markierungen, wo man nicht hintreten darf, weil der Pilot muss vor dem Flug auf die Flügel, um das Flugzeug zu betanken. Hier sieht man den Öl- und Hydrauliktank, wo die Batterie ist, wo der External Power eingesteckt wird. Zusätzlich hat es noch einen Außenanschluss, um die Sauerstoffflaschen wieder zu befüllen. Hier sieht man aktuell, das Batteriefach ist offen. Das ist diese Klappe und die Batterie ist auf einem Schlitten dort drin. Wir installieren momentan eine neue Concorde Shell Batterie, 28 Volt. Die ist speziell für Kunstflug ausgelegt und zusätzlich kann diese Batterie die hohen auftretenden Ströme beim Starten des Startermotors liefern.